Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Also, ja, das stimmt erstmal. Also, ja, ich bin von klein auf hier, seit der Minikicker, und das ist was ganz Großes für mich, ne? Von klein auf die ganzen Stationen durchgegangen, jetzt bei den Profis zu sein, das bedeutet mir schon sehr viel, auch meiner Familie. Super Arbeit, sieht man auch. Wie ich ihn charakterisieren würde, er ist ein ruhiger Typ. Klar, kann auch mal im Training kann auch ein bisschen lauter werden, aber es gehört dazu als Trainer. So muss man das mit den Spielern auch, so muss man umgehen mit den Spielern. Und ich muss sagen, ja, wie gesagt, super Arbeit. Die Spieler kommen gut mit dem Trainer klar und man merkt es dann in der Mannschaft, wie es läuft. Natürlich ein Bomben-Saisonstart, also hätte, denke ich, keiner erwartet. Und umso schöner ist es dann, dass wir es gezeigt haben, dass wir es können, und so soll es weitergehen. Das stimmt, ich habe viele Tattoos, früher angefangen. Ich glaube, mit 16 war mein erstes Tattoo. Ja, also das ist alles mit Bedeutung. Ich habe das Geburtsdatum meiner Mutter, den Namen meiner Oma, verstorbenen Oma. Und ja, viele religiöse Dinge, und ja, die bedeuten mir halt sehr viel. Ja, es macht einfach Spaß, ne? Wir sind immer viel am Lachen. Klar streitet man sich mal ab und zu, aber ist direkt wieder nach 5 Minuten ist das wieder geklärt. Ja, es macht natürlich Spaß, dass man so einen hat in der Mannschaft, ne? Der auf dem gleichen Stand, sage ich mal, ist, gleiche Interessen hat, und ja, es macht einfach Spaß mit ihm. Klar läuft es ganz gut. Ist immer schön, denke ich, für einen Spieler, einen Offensivspieler oder allgemeinen Spieler, wenn er Tore macht, wenn er Vorlagen macht. Aber ja, das habe ich nicht allein geschafft. Das hat die Mannschaft schon dahinter und die mir sehr dabei geholfen. Ja, das ist eine Riesensache. Also klar gibt mir das Motivation. Ich meine, das sind super Spieler in der Mannschaft, wenn man die mal anschaut, die Mannschaft von der ersten Bundesliga. Klar, eine Riesenmotivation, und ja, da muss ich jetzt weitermachen, wo ich aufgehört habe. Schon geändert. Also klar, Ronaldo war mal, aber in der Zeit Lionel Messi, Neymar, sind schon so die Spieler, wo ich sage, okay, nicht schlecht. Es ist eine gute Mannschaft, wie du schon sagst. Konterstarke Mannschaft, ähnlich wie Regensburg. Klar, wir müssen wieder 100% geben. Ohne 100% können wir keine Punkte holen. Und ja, da denke ich, bin ich zuversichtlich, und dass wir die Punkte in Bielefeld lassen.